Hallo, es ist mal wieder Trevor Time. Ab hier in die geile Karre. Was, wait, ich habe ein U-Boot gesehen, Trevor. Unten am Hafen auf einem Schiff. Okay. Ach scheiße, jetzt geht das schon los. Dass wir diese Mission machen können. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal, weil ich es eigentlich recht witzig fand, diesen Promi-Müll einsammeln. Also zumindest mal ein, zwei Dinger sammeln. Und wir machen erstmal die scheiß Musik aus. So, und das machen wir aber jetzt erstmal, bevor wir da jetzt irgendwie Richtung Mission fahren. Okay, jetzt kriegen wir also gerade die ganzen Missionen rein, die wir brauchen, also um unseren Überfall durchzuziehen. Oh fuck, ich habe gedacht, ich komme vorbei. Einfach mal einen Reifen mit abgefahren, ja. Easy. Und ich wollte eigentlich, da ja Trevor auch noch relativ viel Kohle hat, mal gucken, was man mit seinem Jeep so anfangen kann. Inwiefern man den tunen kann. Aber erstmal gehen wir Müll einsammeln. Oh, ich sehe gerade ein... Ah ne, das Fragezeichen ist das, ist die Randale. Ich dachte schon, Trevor hat ein neues Fragezeichen bekommen. Aber das ist ja nicht der Fall. Da unten sind wieder irgendwelche Immobilien. Die lassen wir aber jetzt erstmal Immobilien sein. Wir brauchen auf jeden Fall eine schnellere Karre. Die nervt mich jetzt schon. So, ab auf die Autobahn. Links wird überholt. Und da heizen wir jetzt mal, gucken wir uns mal kurz so eine Mülleinsammelmission an. Und danach fahren wir vielleicht mal kurz nach Hause, tunen die Karre und dann legen wir los mit den Missionen. Oh fuck, müssen wir jetzt hier eigentlich runter oder müssen... Ah ne, wir müssen runter. Okay, gut. So, da sind wir nämlich auch schon da. Komm hier, weg mit euch. Ja, ja, look what you did. So, hier müssen wir jetzt irgendwo nach so einem Gegenstand sammeln, suchen, um den einzusammeln. So, wir parken mal hier. Ja, mal schauen. Wo soll denn der sein? Wie findet man den? Begib dich zu Carrie. Achso, okay. Sie sagt mir dann, ey, guck mal da oder da. Nee, hä, was ist denn? Oh, fuck. Fange Dexy, okay. Shit, fange Dexy. Wie soll ich denn einen Hund einfangen? Das kann doch gar nicht klappen. Komm, weg mit dir, Motherfucker. Wo ist der Hund denn? Ich sehe den Hund nicht. Ich renne nur den Punkt auf der Karte nach. Ah, da ist er. Wie soll ich denn den einfangen? Ich bin doch niemals schneller als der. It's a guy chasing a dog. What is it, people? Doggy, come on, doggy. Be good to daddy. There, there. I know this is weird for all of us. Ach so, der klaut jetzt das Halsband. Bad shit, crazy lady, very happy. Okay, now get back to Carrie before she uses this as an excuse to go back to rehab. Wie geil. Okay, da haben wir schon mal was für die alten Leute. Achso, wir rufen den jetzt an. Chalk! Celebrity Newsflash! Maniac steals caller from Carrie McIntosh's dog in Rockford Hills. Oh, how delightful! Mrs. Thornhill will have me sporting that in the bedroom before the week is out. Oh, I joke, of course. We really can't thank you enough for all the effort you're going to make our holiday so special. Ah, don't mention it. I always enjoy meeting people more chemically unbalanced than myself. Kriegen wir dafür jetzt Kohle eigentlich? Oh, bestanden. Direkt auf den Fersen. Ja, natürlich. Speichern. So. Kriegen wir dafür jetzt Kohle oder ist das einfach nur so? Ich will Kohle haben. Verdammte Scheiße. Gib mir Geld. Life is crazy. Halt dein Maul. So, gibt es hier eigentlich noch so ein Ding? Das war eigentlich ganz witzig. Ja, wir gehen das mal kurz noch anschauen. Jetzt brauchen wir erstmal ein Fahrzeug, sonst sind wir zu langsam unterwegs. Das geht mir dann nämlich auf den Sack. So, wir nehmen mal den hier, der fährt schon, also der steht schon in die richtige Fahrtrichtung. Raus mit dir, Motherfucker. Hä, wir müssen da lang? Okay, na dann eben so. Oh, schauen wir da, Alter.
Wieso ist denn hier pausenlos Radio an? Jedes verdammte Mal ist hier ein Radio an. Können die nicht mal alle ohne Radio fahren, die Motherfucker? So, ab da hoch. Und ab da hoch. Mal gucken, was hier so Tolles gibt. Bremsen. Müssen wir hier rein? Geht's hier rein? Ne, geht's nicht rein. Betritt den Club. Hier geht's irgendwo rein. Geht's hier rein? Hier geht's rein. Hey, Leute! Willy! Oh, hier. Was sind das für geile Leute? Kein Autogramm mehr. Ich will ein Autogramm. Los! Was? Schlag ihn zusammen. Ja, geil! Boom, Motherfucker! Boom! Oh, fuck. Alter, jetzt schlag zu. Mein Zahn. Ah, wo liegt der? Ah, da liegt er. Jetzt haben wir einen Zahn. Dankeschön. Oh, fuck, wir müssen abhauen. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Die Bullen kommen. Wegen dem Zahn. Weg hier. Ist der das? Das ist er, oder? My work is done, ja. So. Hauen wir mal hier in die Villengegend ab. Und fahren natürlich. Wo geht's denn hier? Ah, hier geht's rein. Das dürfte eigentlich relativ schnell wieder weg sein. Na? Oh, hier ist sogar Michael sein Haus. Das dürfte doch passen, oder? Ja. Und da sind sie weg. Guess what, you crazy English fruitcake? Oh, I'm dreadful at guessing, aren't I, Mrs. Thornhill? No, she can't hear me. She's washing out a nappy from Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth, courtesy of Love Fist, complete with complimentary DNA. Marvelous, marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Toodaloo. Toodaloo. So, was hatte ich gesagt, machen wir jetzt? Wir wollen gucken, ob wir die Karre von dem tunen können. So, hingefahren. Bestanden! Was, wenn Fäuste sprechen? Begleiter. Begleiter? Ja, keine Ahnung, was das bedeutet, was wir da hätten machen müssen, damit wir dafür Gold bekommen. Drauf geschissen. Wir heizen jetzt erstmal... Oh, fuck, Alter! Wir heizen erstmal zu ihm nach Hause und gucken mal, ob wir sein Pickup oder Jeep oder wie auch immer man das Ding nennen soll, tunen kann. Und dann machen wir da noch ein bisschen was. Und dann besorgen wir mal die Sachen für den Überfall. Oh fuck. Die fährt aber gut, die Karre, muss man so sagen. Und die fährt auch relativ schnell. Oh, oh kacke, Alter. War einfach mal die Welt weg. So. Wo war die Bude? Hier war die Bude. Und da haben wir nämlich den Jeep. Und dann nehmen wir den mal. Oh fuck. Yeah, drüber geslidet, Alter, wie ein Seal. Wie ein Navy Seal. So, los geht's. Gehen wir mal Hütte mit der Karre. Und dann gucken wir mal, ob wir überhaupt was an der Karre machen können. Aber ich muss mich mal anders setzen, Alter. Mir schläft hier kleiner Fuß ein. So, wo ist die nächste? Nächste. Ist das hier was zum Tunen? Ja, da fahren wir hin. So, dann stecken wir mal noch ein bisschen Kohle in die Karre rein. Und dann geht's weiter mit Hauptstory-Missionen. Schade, ich hab gedacht, ich schaff das trotzdem noch vorbei. Ah, dann knockt er mich weg, der Assi. Hässlicher Motherfucker. So, durch hier. Ich hoffe mal, wir können was an der Karre machen und nicht einfach nur die Farbe ändern und ein bisschen die Leistung steigern. Den hauen wir mal runter von seiner Karre hier. Von seinem Moped. Boom, tschüssi. Alter, der blockiert mit Reifen. Was soll die Scheiße?
Also auf jeden Fall braucht die Karre mal ein bisschen Beschleunigung. Die schläft da gleich ein. Und ich habe mir gerade schon was überlegt, was man mit der Karre machen kann. Oh fuck, oh fuck! Oh fuck! Alter, was so... Okay, der ist auch tot. Ja? Nur zurecht hier. Was soll die Scheiße? Was stehst du einfach in meinem Weg? Wenn ich hier lang heize, hast du wegzufahren. Haut mich einfach mal aus der Karre raus. Crazy shit. Hier ist sogar ein Triathlon. So, mach mal auf. Na, gucken wir mal, was wir damit machen können. Carnis... Was? Carnis Body Geländewagen. Ja, genau, den wollen wir tunen. Erstmal reparieren. Oh, was? Wir können sogar Kotflügel machen? Okay. Panzerung. Erstmal so hoch es geht wieder. Ja, der hat genug Kohle. Also, zwar nicht so viel wie Michael, aber der hat Kohle. Sportbremsen. Stoßstangen. Ah, okay. Was ist das normale? Das verrostete ist normal, okay. Hier ist mit Haken. Tuning. Achso, das wird da hinten. Okay, dann machen wir hier die stylische dunkle vorne dran. Und machen die hinten dran. Was? Fahrgestell. Hä, was wird denn jetzt hier geändert? Scheinwerferschutz, okay. Trittbretter. Ah, okay. Und was ist ein Seitenflügel? Was ist ein Seitenflügel? Hä? Wo, was passiert denn da? Okay, wir nehmen mal... Ja, wir machen das Ganze. Machen hier... Achso, wir können nur eins von beiden. Ich habe gedacht, wir können beides nehmen. Nein, nee, dann nehmen wir lieber diese Scheinwerfer-Schützer. Motor natürlich hier. Höchste Leistung, die gerade möglich ist. Kotflügel. Okay, sieht ganz gut aus. Carbon. Lackiert. Carbon. Na, wir haben ja jetzt auch schon diesen Carbon-Stoßfänger und so. Oder zumindest auch so dunkel. Wobei das fast besser aussieht. Ja, wir lassen das mal so. Kühlergrill. Okay, okay. Ne, gefällt mir das eigentlich ganz gut. Motorhaube. Ja, aha, aha. Was können wir uns alles noch nicht leisten? Da machen wir das. Mir gefällt das Carbon irgendwie nicht. Also die Phase, wo das mal modern war und so, ist irgendwie vorbei, glaube ich. Dann machen wir LKW-Hupe, das passt ganz gut. Scheinwerfer. Sieht man zwar nicht, aber wir machen trotzdem Xenon rein, weil wir es können. Nummernschild. Betty. Na, ja, braucht man nicht, sehen alle scheiße aus. Passt alles nicht, meine ich. Primärfarbe. Was Chrom? Alter. Alter Vater. Nee, das machen wir auf jeden Fall nicht. Klassisch, Metallic. Okay. Rosa, Alter, das ist doch perfekt für ihn. Bonbonrot, okay. Heißes Pink. Was machen wir mal bei ihm? Ja, ich würde so ein... Wir machen das grün. Ich habe gerade Bock auf grün. Genau, grün machen wir. Überall Käfig, Alter. Crazy shit. Ja. Yeah. Dann machen wir den. Was gibt's noch so? Getriebe. Renngetriebe natürlich. Turbo natürlich. Reifen. Felgentyp. SUV machen wir da. Irgendwas Dickes, irgendwas Gefährliches. Das eigentlich... Nee. Das ist eigentlich ganz cool. Also irgendwas... Ich will irgendwas Kräftiges. Also nicht so viele Speichen, sondern irgendwas... Was halt zum Typ von der Karre passt. Das ist schon fast zu krass. Das ist eigentlich ganz geil. Das nehmen wir. Nee. Felgenfarbe. Erbsengrün, grün. Machen wir grün. Reifenzubehör, schusssichere Reifen.
Ne, und Reifenqualm verändern wir nicht bei der Karre. Fenster noch. Sieht man da überhaupt was? Achso. So ein bisschen ändert sich schon. Kaufen wir einfach. Okay, und da haben wir Trevor seine Karre auch getuned, Motherfuckers. Boom. Okay. So, und da gehen wir jetzt mal zur ersten Mission von der Besorgungskacke da. Da ist das Tauchboot. Und wo ist der Heli? Wo ist denn der Heli? Ach ja, im Nirgendwo. Ah, das ist aber nicht im Cargo Bob. Das ist aber jetzt nicht hier im Militärgebiet, oder? Scheiße, da wird die Mission wahrscheinlich doch noch schwerer als gedacht. Wenn das so ein Militärtransporter ist, dann wird das übel. Aber wir holen erstmal das U-Boot. Und das ist auch relativ weit weg, scheinbar. Und ich sehe gerade... Was? Boss, ich sollte dich daran erinnern, dass wir diesen Heli aus Furzinger brauchen. Hast du bestimmt nicht vergessen, oder? Nee, nee. Alles klar, alles klar, alles klar. Wir machen aber erstmal... Erstmal da hier Musik aus. So, dann heizen wir da mal hin. Und ich hoffe mal, dass ich nicht wieder irgendwie faile beim Besorgen von Transportmitteln. Das müssten wir langsam mal aber sicher unterlassen. Weil so schwer sind die Missionen eigentlich nicht. Die brauchen halt nur ein bisschen mehr Planung. Was haben wir eigentlich für Waffen dabei? Achso, können wir gerade im Auto gar nicht nachschauen. Aber ich glaube, wir haben ja sogar Granatwerfermunition und so dabei. Also sterben sollten wir eher nicht. So, dann heizen wir hier schön entspannt lang. Und die Karre fährt sich jetzt echt gut. Also die hat Power jetzt, zieht gut an. Müssen wir eigentlich nur noch bei Franklin die Karre tunen, wobei wir da halt erstmal wieder Kohle brauchen bei ihm. Weil der ist ja fast blank im Vergleich zu Trevor und Michael. Wow! Okay, wenn so eine schwere Karre erstmal in Fahrt gekommen ist, ist das dann doch nicht mehr so leicht, die abzubremsen. Wechsel mal Straßenseite, die ist nicht so voll. Wow! Alter, weg mit dir! Karre sieht eigentlich so schon witzig aus. Boom! Waren wir nicht letztens schon angefahren? Wo wir den Job gemacht haben? Für Floyd? Ich glaube, das fasst jetzt der exakte Weg, den wir vor uns schon gefahren sind. Ja, vor uns schon, also für euch ist es glaube ich schon 2 Folgen her, weiß ich gerade gar nicht so genau. Aber für mich ist es vor uns. So. So, sind wir schon fast da. Noch 1 Kilometer. Wir haben sogar gerade, wie ich auf der Karte sehe, relativ viel zu tun. Also unten die ganzen Symbole, wie sie aufblinken. Oh, fuck! Ich habe gedacht, ich komme easy vorbei, auf einmal überschlägt es mich hier. Wegen dem hässlichen LKW hier. Was willst du von mir, Alter? Hau ab! Motherfucker. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Das war knapp. Alter, was fahr ich denn gerade zusammen? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen neben der Spur. Aber die Karre hält Gott sei Dank so viel aus, weil wir 80% Steigerung gemacht haben. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir überhaupt an dieses U-Boot. Ah, da hängt es schon. Hol dir das Tauch-U-Boot. Ja, wie mache ich das? Einfach holen. Einfach einsteigen oder was? Wir wissen ja, wie der Kran funktioniert. Ah, ne, ist ein anderer Kran. Oh, da sind aber auch Gegner oben. Haben wir irgendwas Geschalldämpftes? Also ich weiß... Ne, das ist einfach nur großes Magazin. Die ist schallgedämpft. Okay. Wir gehen erstmal ohne Waffe rein. Erstmal gucken. Okay, da ist auf jeden Fall ein Wachmann direkt vor uns. Komm, 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 komm. Hier in Deckung. Okay, wir versuchen uns da jetzt mal hinzuschleichen. Wir müssen auf jeden Fall in den Kran ran, glaube ich, oder? Das müssen wir... Achso. Müssen wir jetzt einfach abkoppeln hier oder was? Ah, okay. Wir koppeln die echt einfach ab. Wieder einfach so da steht, bam, auf dem Boot, bam, abgedrückt. Okay, dann jumpen wir einfach rein, oder? Oh shit, hinter uns sind Leute. Scheiße, wir schwimmen. So schwimmen, oder? Ja. Klettere auf das Tauchboot.
Können wir jetzt einsteigen hier? Ja, wir können einsteigen. Nice. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie das funktioniert hier. Dann haben wir es eigentlich schon geholt. Wie tauchen wir? Ah, okay. Wie tauche ich denn? Halte L1 oder R1 gedrückt, um auf der... Achso, auf der Stelle zu wenden. Okay. Tauchboot, um Viereck abzusteigen und X zu sinken. Ach, aufzusteigen. X zum Sinken. Oh, fuck. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. This is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect. Alter, steig auf! Wir steigen denn nicht? Doch, jetzt macht es. They're immune from prosecution. They behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Alter, ich sehe hier gar nichts. Außer alle paar Meter mal, wenn was nah ist. Oh, fuck. Oh, fuck, wir sind aufge... Oh, shit. Ich muss mal kurz gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Okay, wir fahren relativ... Richtig. Alter. Oh, hier, wir können hier unten durch. Geil, das machen wir doch mal. Wir müssen sinken. Voll geil. Mal ein bisschen die Unterwasserwelt von Los Santos entdecken. Vielleicht sehen wir ja sogar ein Hai oder so. Von dem man hier ja angefallen werden kann, wenn man Pech hat. Aber ging entspannter, als ich dachte. Also, ich hätte gedacht, dass es schwerer wird. Aber vielleicht haben wir das ja wirklich gut getimt, weil wir das so in den Abendstunden gemacht haben. Weil jetzt schon so ein bisschen die Sonne am Untergehen war. Da waren vielleicht weniger Wachleute da. Einfach weil da um die Uhrzeit nicht so viele Leute arbeiten. Wir müssen erstmal aufsteigen hier, bevor wir hier gegen das Riff brettern. Aufsteigen. Weil ich habe ja nur einen Typen gesehen. Ein Typ hat das bewacht. Und dann haben wir kurz an das Ding dran geklatscht hier, haben das abgesetzt und sind abgehauen. So, ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Okay, ja, sind eigentlich vom Winkel her genau richtig. So, da müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Helikopter holen, wobei das, glaube ich, eine echt harte Nummer wird. Wenn das jetzt echt im Militärgelände wird, dann wird das nicht so easy wie gerade eben. Und da sollten wir uns vielleicht sogar noch eine geschalldämpfte Waffe holen. Vielleicht hole ich auch das, oh fuck, steig auf! Das Sturmgewehr, das große. Da basteln wir vielleicht noch einen Schalldämpfer dran. Und da sind wir vielleicht, falls wir mal Leute unentdeckt ausschalten müssen. Haben wir jetzt irgendwas gerammt gerade? Nee, oder? Sind wir da auf jeden Fall besser beholfen mit. Müssen wir jetzt hier schon rechts rein? Ich gucke nochmal auf der Karte. Ja, da müssen wir rein. Ah, da ist sogar auf der Karte. Direkt auf dem Bildschirm, meine ich. Da fahren wir da mal jetzt hin. Ach, ich... Ah, okay. Jetzt sehe ich, 15 Meter geht's unter mich noch und 5 Meter über mir. Wird mir gerade angezeigt von der Wassertiefe. Da über dem Lebensbalken und über dem Spezialfähigkeitsbalken sind die Angaben. Wenn ich mich jetzt nicht irre, dürfte das eigentlich so stimmen. Okay, ich muss noch ein Stück höher, sagt er. So, da haben wir das doch geschafft. Floyd, you there? Yes, sir. I'm on the crane. The surface and I'll bring you shoreside. All right. So. Plopp, angekommen. Steigen wir mal auf hier. Ah, der holt uns gleich komplett ab. Na, perfekt. Dann laden das Ding mal schön auf.
Ja, einfach mal kurz eine Plane drüber gehängt, das hilft schon. Das reicht vollkommen aus. Bringe das Tauchboot zum Lagerhaus. Ja, da dürfte jetzt eigentlich, denke ich mal, nichts mehr passieren, oder? Also, wenn wir jetzt noch entdeckt werden, dann haben wir ein Problem, weil die... Der LKW und das U-Boot oben drauf ist jetzt nicht unbedingt schnell. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Ah, hier soll man reinfahren. Ah, stopp! So. Abgeliefert, Motherfuckers. Und nun? Aussteigen? Steig aus dem Laster. Mach mal. You're sure it'll be okay there? Sure. Alright. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Hau ab, Motherfucker! Hau ab! Hau ab! Bam! Sonst knall ich dich ab. So, na, da haben wir schon mal das U-Boot. Nice Scheiße. Gut, gut, gut. So, wir hauen auch mal von hier ab. Ah, das ist ein Wagen. Na dann, tschüssi. Mit was von der Karre kommen wir hier wieder weg? Bestanden. Du darfst nicht an Bord. Wie, du darfst nicht an Bord? Du darfst nicht an Bord? Wie sollen wir das denn schaffen, ohne an Bord zu gehen? Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt schon mal das erste Teil, das erste Puzzlestück für unseren Überfall, für unseren Raubzug. Und damit möchte ich mich auch natürlich wieder verabschieden. Bis morgen, ciao, ciao und viel Spaß bei was auch immer. Ciao.